So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Happy Hereafter. Weiter geht's. Nachdem wir aus dem Game rausgegangen und wieder rein, interessanterweise ist diese Mission hier weg, die vorhin kam. Aber ich denke, die wird schon irgendwann wiederkommen. Sind da welche untätig, ja? In der Tat. Mary ist untätig. Und schauen wir mal, ob wir so reinschmeißen können. In die schwere Steine. Okay. Ja. Sammeln wir mal ein bisschen. Der Rest ist alle geschäftig. Huch. Habe ich die schon wieder in der Hand? Sowas aber auch. Gut. Mission. Baue Küche auf Stufe 2 aus. Brauchen wir 120 Gold in einen Kessel. Den Kessel kriege ich mit 10 Steinen. 10 Steinchen habe ich, wunderbar. Ein bisschen Gold fehlt dann aber noch. 600 Gold kann ich halten. Kann ich das Fleisch an sich auch verkaufen? Ja, könnte ich. 6 Gold. Kann ich, kann ich. So. Ist gleich fertig. Dann kann man die Küche ausbauen. Uns fehlen sogar 3 Arbeiter. Warum das denn? Also wir können noch 3 Arbeiter dazu machen, wenn nicht. Achso. Brauchen die ja gar nicht dahin. Ich verstehe das manchmal nicht, warum die aufhören. Raff ich nicht. So, Mana ist fertig. Eine Glühbirne für Laternen. Okay, altes Sägewerk plus, um Ausstoß und Geschwindigkeit zu erhöhen. Die Küche ist ausgebaut. Jetzt können wir noch köstliche und größere Gerichte zubereiten. Ich kann es nicht erwarten, sie zu kosten. Oh, das ist normal. Dann haben wir hier Nordhonig. Brauche ich Saint L und Steinbienenhonig. Ein Nordhonig gleich 3 Nahrung. Jetzt ist die Mission hier oben. Machen wir mal das hier. Magische Pollen habe ich noch nicht. Machen wir das hier nochmal. Oh, ich kann jetzt 9 Dinger rein, 6 Dinger reinpacken. Beine von Flugschwein. Ein Familiengericht. So, dann baue ich einen, der sich da hinsetzt. Baue noch ein Sägewerk. Uns geht so oft das Holz aus. Wie wäre es mit noch einem Sägewerk? Das würde unsere Holzproduktion weiter ankurbeln. Studiere Holzfällen, stelle her Säge. Habe ich das schon erledigt. Das war das neue Sägewerk. Du stellst jetzt doppelt so viel, doppelt so schnell her. Wir können sie beide nutzen. I know. Bereits 6-mal Nordhonig zu Zutaten Honig und St. Elm. Dies sind Produkte vom Bauernhof des alten Konrads. Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Möchtest du seinen Pflasterstein? Möchtest du deinen Pflasterstein zurück? Richte ein Wetttrinken aus. So. Ja, geh mal hier rein. Alle geschäftig, wunderbar. Buschfleisch. Da machen wir noch mehr Nordhonig. Und St. L. habe ich noch einiges. Ja, 6 Stück. Dum, dum, dum. Aber bei 6 Dingern lohnt sich 3 auf jeden Fall. Das ist gut. Und hier kann ich wieder neue Gold abernten. Zack. Ab in die Gruft mit dir. Ja, ja, hier gibt es noch viel zu machen. Aber dafür brauche ich erst einmal die Kristalle dafür. Dafür brauche ich Gold. 22 Honig habe ich. So, was kann man sonst noch so schönes bauen, was ich hier bauen kann aktuell? Handelsposten einen besseren. Brauche auch, um häufiger zu handeln. Okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein Mana-Generator, der ist nicht schlecht. Ein Hotel. Ein Zirkus. Ah, so vieles Gutes. Tonis Bauernhof. Das alte Sägewerk. Neues Bergwerk. Unbegrenzte Steinproduktion. Ich brauche einen Fäustel. Normalen Fäustel? Ja.
5 Steine. Ich brauche mehr Steine. Okay. Ich verstehe nicht, warum die auch immer wieder mit den Steinen aufhören. Vielleicht ist das immer wieder leer, weiß ich nicht. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Alle wieder zufrieden, 99%, ja. Das ist ja krass, ey. Ich muss hier das ganze Essen immer sparen. Nordhonig brauchen wir hier noch. 2 habe ich gemacht und 5 Stück brauche ich, glaube ich. Ja. 6 Mal, okay. Also noch einmal danach. So, du gehst hier mitmachen. Jetzt brauche ich das Fäustelding. Danach das neue Bergwerk. Oh, das kriegen wir hin. Die lassen wir mal bei der Nahrung. Die braucht normalerweise noch eine Weile. So, dann haben wir die 6 Mal. Ja, Steine schon wieder alle. Ich sehe schon. Gerade ist refreshed. Dann kommst du einmal hier hin. Du kommst hier hin. Können wir nämlich das Bergwerk machen, damit wir die ganze Zeit Steine bekommen. Oh, ist schneller fertig. So. 100 Gold. Okay. Oh, ganz schön viel Gold. So, verkaufen wir noch ein bisschen Honig. Ein bisschen Moos. Das Fleisch verarbeiten wir dann später. Süßes Steak können wir mal verkaufen. Was kann man doch damit machen? Irgendwie 3 Nahrung kriegen wir dafür oder so. Vielleicht ist es vom Wert her 3 Nahrung. Hier haben wir 5. Familiengericht 25 Gold. Holy moly. Zack. Dann traden wir da ein bisschen. Also dann kannst du hier weitermachen. Eben ist auch langweilig. Auch mit Steine hacken. Haben wir 3 neue Arbeiter. Die können wir auf jeden Fall hier ins Hotel schicken. Ein Familiengericht. Kann ich damit irgendwas machen im Lager? Nö. Bling! So, 3 neue Gäste. Kristalle sammeln. Und du kommst an den Honig ran. Alle beschäftigt, wunderbar. 14 Arbeiter mittlerweile. Den Moos können wir auch mal wieder langsam abhacken. So, ja, du kommst zum Moos. Dann haben wir nämlich gleich das Dings fertig, das Bergwerk. Dann stellst du dich da erstmal rein. Altes Sägewerk verbessern. So, was brauche ich hier? Achso, bereite 6 Mal den Nordhorn nicht zu. Haben wir gleich fertig. Einmal nur noch. Altes Sägewerk, brauche ich eine Säge Level 2. Was eigentlich gar nicht so wichtig ist. Okay, Wüste brauche ich erstmal. Gut, Lagerhaltung. Komm her, ich brauche Gold. Ich kaufe mir gleich mal für Gold ein bisschen Kristalle. Können wir ein bisschen handeln. Ich brauche eine ganze Menge. Fleisch kann man, glaube ich, komplett verkaufen.
Wow. Das mit dem Nordhonig wahrscheinlich. Hier wird schön gesoffen, ein schönes Wetttrinken. Der Wicht gegen Tony. Und Tony hat gewonnen. Nee, nicht Wicht hier, wie heißt das? Zwerg? Nee. Gnom. Sehr nice. Haben wir gewonnen. Gehen wir auf 50 Nahrung runter. So, Moos bauen wir auch gerade wieder ab. Können wir ein bisschen was verkaufen. Ein Moos. Moosaugen. Behalten wir mal noch. Haben wir nicht zu viele davon. Und ein paar mehr davon. 193 Gold minus kommen wir. So, 32 Stück. Sieh nach oben. Ich sehe mehr Flugschweine. Oh, wir haben jetzt zwei Nahrung geklaut, die Schweine. Wo sind noch welche? Okay. Gut, 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 gut. So. Okay, kann nur eine Person. Dann gehst du hier ran. Schon okay. Na, okay, wenn hier Kristalle gerade gekommen sind, dann können wir lernen. So, Mana. Alle ein bisschen pushen. Alle sind wieder glücklich. Erkunde die Berghöhlen, bringe den Golem in Ordnung. Was für ein Schuff, warum braucht er meinen Stein? Warum braucht er meinen Stein? Bitte hilf mir, bring mir meinen Stein. Ist er weg da oben? Ja, ne, müsste weg sein. Ja. Guck mal, du machst mal hier. Höhle, 5 Kristalle. Gerne, nehmen wir die Kristalle mit. Warum auch nicht? Hier ist langweilig. Da finden wir sicherlich etwas zu tun. Ich weiß noch nicht, wo hier. Moos kannst du mit abernten. Herzlichen Glückwunsch, du hast einen sehr wichtigen Stein. Kristalle, nice Sache. So, setzt er sich wieder zusammen oder wie? Tatsache. Und ein Bildchen kommt noch, oder? Ja. Seine Höhle? Oder hat er da was gefunden? Ah ne, seine Höhle. Ich glaube, er hat sich versteckt in der Höhle, ne? Hotel, Gold. Ah, er hat das freigeschaltet. Boah, krass. Okay. Brückenbau Level 2. Irgendwo müsste ja ein Unbeschäftigter sein, oder? Nö. Faszinierend. Okay, wunderbar. Bergkenner, so. Eine Schriftrolle. Gucken wir gleich mal weiter. Ich brauche einen Untätigen. Na, nehmen wir den hier mal mit. Nehmen wir den Schatz bitte mit. Da haben wir noch einen Schatz. Da haben wir noch einen Schatz. Und da haben wir noch einen Schatz. Da haben wir noch einen Schatz. Und noch einen Schatz. Meine Güte. Noch ein Schätzchen. Noch mehr Schätze. Und noch ein Schatz. Meine Fresse. Das sind hier viele. Ich helfe dir mal schnell. Der ist fertig. Meinetwegen mach erstmal die Schätze mit. Oh, fix alle Schätze hier. Wäre Überraschungsangriff ab. Wir haben mehr Gäste. Sie sehen allerdings recht schemenhaft aus. Halte Magie bereit. Hier ist Unbekannter. Wir haben mehr Gäste. Sie sehen allerdings. Okay. Magic! 5 Staub bekommen. Ja, magische Pollen, Zutat für die Küche. Ihr wollt doch bestimmt gerade alle zurücklatschen, beide. Hält 15 Gold, na komm, gib ab. Warum haben wir noch ein Schätzchen?
Lizabeth. Da haben wir noch einen Schatz, hier haben wir eine Statue. Repariere den Steinbruch. Wow, hier ist nicht nur die Straße blockiert, sondern auch den Zugang zum alten Steinbruch. Was für ein Glück. Meister, wenn wir hier alles in Ordnung bringen, werden uns nie wieder die Steine ausgehen. Schon erledigt. Oder? Nein, doch, ist noch was anderes. Oh, cool. Machen wir auch gleich. Aber, meine lieben Freunde, erstmal machen wir ganz kurz eine Pause, denn die Zeit ist schon wieder rum. Krasser Scheiß. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von The Happy Hereafter. Bis dahin. Ciao.